Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir sind auch gerade auf wilder Jagd. Naja, Wild Hunt ist ja, bezieht sich ja, es ist eigentlich ein cooler Titel, oder? Weil Wild Hunt bezieht sich ja auf die wilde Jagd, diese Eisritter, die Ciri jagen. Warum, wissen wir noch gar nicht genau. Da war gerade ein Reliktschwert. Aber gleichzeitig passt ja auch dieser Begriff der wilden Jagd auch zum Witcher an sich. Könnte eine Berufsbeschreibung für den Witcher sein. Man ist ja auch ständig auf Monsterjagd. Und deswegen ist es eigentlich ganz nett. Schon wieder eine bessere Stahlwaffe. Jetzt habe ich erst in der letzten Folge eine gefunden und ausgerüstet und gleich Sachen eingeschmiedet, wie blöd. Und jetzt haben wir schon wieder eine bessere gefunden. Ist zwar nur leicht besser, sieht aber viel cooler aus, finde ich. Deswegen benutzen wir die jetzt auch mal. Na gut, neue Zeichen einschmieden. Was machen wir rein? Also, ich mache wieder... Ach so, Chance auf Einfrieren, auch nicht schlecht. Ich mache mal Chance auf Einfrieren und Chance auf Verbrennen. Wenn dann beide Sachen gleichzeitig wirken, dann erlebt der, der von dem Schwert getroffen wird, einen angenehm wohltemperierten Windhauch wahrscheinlich. Okay. Geht noch höher. Natürlich. Eine Kiste. Hosen und andere Schätze. Hosen und andere Schätze. Hosen sind echt die größten Schätze, die wir so haben. Ich mag keine Hosen. Ich muss nochmal ins Inventar schauen. Wir haben schon wieder ein Schwert gefunden. Jetzt reicht's aber mal mit Schwertern. Moment, ist das gleiche nochmal? Echt? Wirklich? Wartet mal, vergleichen. Ja. Gleiche nochmal, nur nicht ganz so gut. Hey, warum nicht? So, ich habe hier echt Angst runterzufallen. Das wäre echt ungünstig. Na gut, hochklettern. Und wir sind auf dem Dach. Schwalben, wilde Schwalben greifen an. Was haben wir hier? Noch einen Kerl mit Axtkämpferstiefeln. Oh nein! Oh, da ist ein Boot weit draußen am Meer. Cool. Ja, jetzt sind wir überladen halt natürlich. Ich habe schon drauf gewartet. Ich packe mir hier schon seit Stunden irgendwie die Taschen voll. Hier haben wir ein weißes Schwert. Ein Müllschwert, wenn man so will. Ich glaube, das werfe ich jetzt mal weg. Aber dann sind wir immer noch überladen. Verdammt nochmal. Was werfen wir denn dann noch weg? Hier den Pullover. Okay, und schon geht's wieder. Haben wir jetzt ein bisschen... Nein, nicht wieder aufheben. Die Leiter bitte benutzen. Danke. Aber für was geben wir eigentlich, für was gibt es überhaupt die Möglichkeit, hier hochzuklettern? Ich bin irgendwie noch nicht fertig mit meiner Suche, oder? Eigentlich sind wir hier wegen einem Schema der Rüstung. Hier müsste noch irgendwo ein Schema für die Greifenrüstung sein. Bis jetzt noch nicht gefunden. Aber da oben war es nicht. Soll ich nochmal hochgehen? Ich habe das blöde Gefühl, dass ich das da oben einfach nur übersehen habe. Aber irgendwie glaube ich es fast nicht. Aber gut, klettern wir nochmal hoch. Die Leiteranimation ist so schön. Die sehen wir uns auch gern noch ein zweites und dann ein drittes Mal an beim Runterklettern. Wie wundervoll animiert das ist. Da hat sich jemand so viel Mühe gegeben. Das müssen wir uns natürlich auch... in aller Gänze angucken. Wow, Geralt, jetzt mal ganz ruhig bleiben. Nee, aber tatsächlich, da ist nichts. Da ist nichts. Okay, da ist nichts. Ich hab's abgehakt. Da ist nichts. Also runter. Vorsichtig, ganz vorsichtig, nicht fallen. Hä? Was denn jetzt? Er ist, glaube ich, an die falsche Leiter gegangen. So, jetzt. Okay. Okay, und noch eine Leiter und dann haben wir es geschafft. Hui. So, jetzt bin ich aber verwirrt. Ich dachte echt, der Weg führt jetzt quasi zwangsläufig zur Greifenrüstung, aber nö. Aber, wo sind wir denn rausgekommen? Sind wir da rausgekommen, oder? Ich glaube schon. Weil wenn wir hier rausgekommen sind, dann können wir nochmal oben hier aufs Dach klettern. Habe ich ganz übersehen. Aha, aha. Na, das sieht schon besser aus.
Ah ja, da haben wir sie auch. Das Greifenschwert. Tja, jetzt bin ich wieder überladen. Vor lauter Stiefel. Und dieses Wollhemd habe ich jetzt auch noch eingepackt. Also nochmal schnell ins Inventar schauen und noch ein bisschen legen wir zum Beispiel diesen Wollpullover wieder ab. Und, ach nee, nicht anziehen, wegwerfen. Und diese weißen Stiefel hier unten. So, und schon sind wir wieder gut beladen und haben alle Greifenrüstungsteile. Also die Schemen zumindest. Jetzt müssen wir mal zu einem coolen Schmied, der uns das alles zusammenschmieden kann. Finde ich ja mal echt cool. So, und die Quest hier haben wir auch. Plötze, dich habe ich vorher gar nicht gesehen. Wie bist du denn da hingekommen auf einmal? Das teleportierende Pferd. Warum kann er sich eigentlich nur, oder sie, ich sage mal er, warum kann Plötze sich eigentlich nur teleportieren, wenn ich nicht drauf sitze? Wäre doch cool, wenn er sich teleportieren könnte, gerade wenn ich drauf sitze. Dann wären wir so viel schneller. Da drüben ist noch ein Schatz. Und da ich nicht vorhabe, hier jemals wieder herzukommen, versuche ich jetzt mal, dass wir uns diesen Schatz unter den Nagel reißen. Ich glaube, der wird hart bewacht. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Aha, hier haben wir noch eine Schatzkiste. Habe ich die schon mal gelootet? Anscheinend nicht. Na, dann machen wir es jetzt. Oh, ich habe anscheinend die Harpien geweckt mit meinem Gelute hier. Die sind empfindlich, wenn es um Looten geht. Das hören die sofort. Komm her, du kleines Hühnchen. Na komm, hol sie dir. Jawohl. Da ist doch noch eine vom Himmel gefallen irgendwo, oder? Da, komm her. Na gut, die Harpien waren jetzt nicht gerade das Problem, aber ich befürchte, das Problem kommt schon noch. So, die haben uns beim Looten gestört. Ein Bier ist noch da drin. Das lassen wir natürlich nicht liegen. Da drüben haben wir noch eine Harpie. Komm her. Okay, Harpien erledigt. Hexe 1, Harpien 0. Oh, da unten haben wir ihn, den Cockatrich. Oh, ob wir uns wirklich mit dem anlegen wollen. Der ist schon, glaube ich, eine harte Nummer. Aber ich hätte echt gern seinen Schatz. Komm, ich speichere mal schnell. Und dann versuchen wir das. Wirklich überschreiben, ja. Okay, los geht's. Was haben wir zu verlieren? Außer unser Leben. Ach, der ist gerade mal Level 14. Na komm her, du. Da haben wir schon ganz andere klein gekriegt. Na komm, was ist denn los? Ich kann ihn irgendwie nicht anvisieren. Jetzt haben wir ihn. Puh, in letzter Sekunde nochmal getroffen. Keine Chance gegen Geralt, den Super Witcher. Auch wenn der uns vergiftet. Na komm. Noch ein paar Treffer, dann haben wir den. Okay, war's schon. Halb so schlimm. Ein Basilisk, alles klar. So, ganz viel Monsterschätze, sehr schön. Und wo ist jetzt dein bewachter Schatz? Ich weiß genau, dass hier irgendwo einer ist. Ist es das Pferd? Ist das Pferd dein Schatz? Ich meine, für so einen Basilisken ist so ein totes Pferd bestimmt ein Schatz. Ein köstlicher Schatz. Wolf, ein Reliktschwert. Natürlich sind wir immer noch hoffnungslos überladen, aber Wolf werden wir auf jeden Fall nicht wegwerfen. Auch wenn es nicht so gut ist wie unser jetziges Schwert. Aber trotzdem, Wolf ist cool, aber hier einen Knüppel können wir von mir gerne liegen lassen. Und dazu legen wir noch eine Axt. Und meinetwegen noch eine Axt. Und meinetwegen noch eine Axt. Und dann sind wir nicht mehr überladen. Wunderbar. War doch halb so wild. Okay. Hui. Na gut, jetzt brauchen wir echt einen fähigen Schmied. Das wäre jetzt echt cool. Also,
Was machen wir? Lass mich überlegen. Auf die Karte gehen wir und dann suchen wir uns mal den nächsten Wegpunkt. Schnellreisepfosten, das wäre der da wahrscheinlich. Aber wo reisen wir hin? Wo gibt es denn einen guten Schmied? In der Burg des Barons gibt es auf jeden Fall einen Schmied. Das ist schon mal ein Anfang. Ich weiß aber nicht, ob das nur ein Rüstungsschmied war. Irgendwas war da, der wäre entweder nur ein Rüstungs- oder nur ein Waffenschmied. Eins von beiden. Aber wo gibt es noch Schmiede? Ah, wo wir auf jeden Fall einen Schmied finden würden, wäre natürlich wahrscheinlich hier oben. In der großen Stadt. Mir fällt der Name nicht ein. Egal. Hier gibt es auch einen Schmied. Da könnte man eventuell auch mal noch hinschauen zumindest. Ja, dann fahren wir mal nach Ochsenfurt und reden da mal mit dem Schmied. Aber erst gehen wir zu dieser Wegmarkierung, wo die Harpien wohnen. Das Schnellreiseschild. Wird da eigentlich ein Schild aufgestellt? An der Futterstelle der Harpien. Und dann heißt das Schild auch noch. Also die Location heißt Harpienfutterstelle oder so ähnlich. Und da geht jemand hin und stellt ein Schild auf und sagt, so, ich erkläre das hier, wo die Harpien immer uns Menschen essen, jetzt zur Harpienfutterstelle. Muss so gewesen sein, so oder so ähnlich. Wahrscheinlich... Oh, da liegt ja noch jemand. Und ein Hase. Wahrscheinlich sind die hierher gekommen, um das Schild aufzustellen. Haben es noch mit letzter Kraft aufgestellt. Sind dann aber gestorben. Oder ist das so eine Art Warnschild? Das kann schon sein. Das wird sogar tatsächlich Sinn machen. So ein Schild, das sagt, Achtung, Drachen. Also, nicht wirklich Drachen, aber ihr wisst schon. Okay, Hafen von Ochsenfurt. Reisen wir mal dahin und dann suchen wir uns einen Schmied, der uns vielleicht ein bisschen Greifen-Equipment zusammen craften kann. Das wäre schon ziemlich cool. Das wäre echt cool. Ich hätte gern Greifen-Rüstung. Witcher-Equipment. Einzigartiges Equipment. Findet man kein zweites Mal in der Welt. Cool. Man kann es wahrscheinlich theoretisch zweimal craften. Okay, dann hat man es zweimal. Aber sonst? Okay. Wir sind da. Es ist spät abends. Ich hoffe, der Schmied hat noch offen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo der Schmied ist, aber ich glaube irgendwo in der Richtung. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen vor seiner Haustür meditieren, wenn wir da sind. Ist er das hier? Geh mir aus dem Weg. Auktionshaus. Aha. Nicht schlecht. Ich glaube, hier hat der Schmied sein Lager. Lada. Meditieren wir mal ein bisschen. Und zwar bis Sonnenaufgang. Ein bisschen nach Sonnenaufgang. Ich sehe gerade da. Moment. Okay, da war ein Katzenhaar am Mikrofon. Na schön. Schmied, wo bist du? Was kann ich für dich tun, mein Herr? Schmied? Vielleicht ist hier überhaupt kein Schmied, sondern nur so Handwerksgegenstände. Wird mir ein Schmied überhaupt auf der Karte angezeigt? Als eigener Händler? Ich glaube eigentlich schon, oder? Ich schau nochmal auf die Karte. Ich meine, Ochsenfurt ist eine Universitätsstadt. Vielleicht gibt es hier gar keinen Schmied. Vielleicht gibt es ja eher so Bibliotheken und Zeugs. Ich glaube, ich war noch nie hier unten in dem Bereich, oder? Ah, Rüstungsschmied. Okay, Rüstungsschmied ist gut. Damit können wir schon mal was anfangen. Das ist schon mal die Hälfte von dem, was wir brauchen. Moment, ich glaube, ich habe mich irgendwie verlaufen. Ich bin jetzt hinterm Rüstungsschmiedhaus. Ah, oh, das ist ein Walschwanz. Und ich glaube, hier dürfte vielleicht irgendwo der Eingang sein. Hallo? Jetzt bin ich echt verwirrt. Wo geht's denn hier rein? Ah, hier sieht's gut aus, oder? Hier war ich doch ganz am Anfang. Ist das eine Tür? Ja, das ist eine Tür. Okay. Hallo, Blackwall. Hallo noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Vielleicht. Vielleicht. Du hast Glück. Ich habe wirklich einen Spezialauftrag für dich. Wunderbar.
Glaub mir, du wirst zufrieden sein. Na, da bin ich mal gespannt. Okay, Greifenhandschuhe. Kann ich dir jetzt herstellen einfach? Ja, sieht so aus. Yeah. Okay, Greifenhandschuhe haben wir schon mal. Dann brauchen wir jetzt Greifenhosen. Hätten wir auch Greifenoberkörper. Ah, verdammt, der geht nicht. Da brauchen wir... Was brauchen wir da? Was ist das? Ein Hemd. Wir brauchen ein Hemd. Okay, das Hemd könnte ich jetzt bei ihm kaufen. Aber... Das Ding hier nicht. Meteoroiden-Silberplatte. Schade, so eine brauchen wir. Naja. Moment, warte mal. Wir können ja vielleicht wenigstens noch schauen, ob wir die Stiefel schon machen können. Ja, nee, da fehlt auch was. Ach, aber so Lederstücke hast du doch bestimmt. Ja, hat er auch. So, wunderbar. Na dann. Dann fehlt uns jetzt nur noch die Rüstung. Schade. Aber da brauchen wir so eine Meteoroiden-Irgendwas-Metall-Silberplatte. Ja, gut. Aber hey, wir könnten außerdem ein bisschen was verkaufen, wenn du willst, Händler. Wenn ich schon hier bin. Weil ich habe so viel Gerümpel, so viel Plunder, der weg muss. Ich überlege ehrlich gesagt, ob ich anfange, die Relikte hier auch zu verkaufen. Weil ich habe so viele. Aber jetzt verkaufen wir erstmal alles andere. Der hat eh bei weitem nicht so viel Kohle, also Na gut, mehr kann uns der jetzt überhaupt nicht abkaufen gerade. Mann, na toll. Aber vielleicht kann er unser Zeug mal reparieren, das wäre ja auch schon was wert. Wobei, ich repariere es jetzt mal. Wobei ja vielleicht jetzt viel gleich ersetzt wird durch die Greifenrüstung. Aber gut, jetzt hat er nämlich auch wieder ein bisschen Geld, das wir ihm wieder abnehmen können. Also, hier, zack. Okay, jetzt hat er nur noch 18 Gold. Hier, die Handschuhe. Ach, ich schenke dir das eine Gold. Nimm die. Schade, dass das nicht geht. Warum geht das eigentlich nicht? Warum kann ich nicht sagen, passt schon. Stimmt so. Wäre eigentlich cool. So viel Gerümpel und der hat so wenig Gold. Naja, was soll's. Gut, okay. Dann... komme ich wieder, wenn wir Meteoroidenrüstungen, Metall haben. Ah, wir könnten auch hier Sachen verbessern. Hier auch unsere ausgerüsteten Schwerter könnten wir... Nee, hier entfernt man Verbesserungen, auch nicht schlecht. Diese Verbesserungen werden dadurch zerstört. Ach so, ich kann die Verbesserungen nur entfernen, aber nicht... Ich verstehe schon. Zerlegen. Wir können mal gucken, ob wir, wenn uns der was zerlegt, den Rohstoff kriegen, den wir brauchen. Aber ich sehe jetzt nichts. Beziehungsweise können wir den vielleicht herstellen. Das wäre noch eine Möglichkeit bei den Handwerkszutaten. Nee, das ist es nicht. Sind die alphabetisch geordnet? Ah, das brauchen wir. Dazu brauchen wir Meteoroiden-Silber-Barren. Den können wir herstellen. Und dann können wir so eine Platte herstellen. Und schon können wir die Greifenrüstung machen. Perfekt. Sehr gut, dass ich da nochmal geguckt habe. Gut gemacht. Brav. Okay, Oberkörper. Greifenrüstung. Ah ja, genau, das Hemd. Das kaufen wir ihm jetzt noch ab. Und somit haben wir das komplette Greifen-Set. Also zumindest zum Anziehen. Wir haben noch nicht die Schwerter. Dafür brauchen wir aber auch erstmal einen Schwerthändler. Einen Waffenschmied, meine ich damit natürlich. Okay, vielen Dank fürs Geschäft. Bis dann. Ja, da freut er sich. Okay, gehen wir mal in unser Inventar. Und ziehen uns unsere neue Rüstung an. Die ist auch gleich viel besser als die jetzige. Yeah. Bin gespannt. Okay. So, und hübsch sind wir auch noch. Haben ein bisschen zugelegt.
Aber das passiert schon mal, wenn man im Kampf immer 50 Stockfische gleichzeitig isst. Ich baue mal noch eine Igni-Verstärkung ein, benutze ich ja doch meistens. Und wir sind soweit, wir sind fertig. Cool, oder? Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt für heute mal die Folge. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen. Wir haben jetzt eine komplette Greifenrüstung. Beim nächsten Mal suchen wir noch einen Waffenschmied, damit uns der vielleicht auch die dazugehörigen Waffen noch schmieden kann. Dann sind wir komplett eingekleidet im Rüstungsset des Greifen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vergesst bitte nicht, das Video zu liken. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr schon länger dabei seid, schaut doch mal auf Patreon vorbei und unterstützt Landsquid Birdrider. Jetzt fange ich schon wieder zum Stolpern an. Und unterstützt Landsquid Birdrider vielleicht mit dem ein oder anderen Dollar. Das würde mich sehr freuen. Wäre mir eine sehr große Hilfe, um die Qualität und die Quantität auf dem Kanal erhöhen zu können. Und ich habe einige echt coole Stretch Goals, die ich gerne erreichen würde mit eurer Hilfe. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.